Hallo, freut mich, dass du mich hier bei meinen Abenteuern in SnowRunner begleitest. Ja, die Community-Umfrage hat ergeben, wir sind im Don und ja, ich glaube, wir müssen eine Tatra-Fabrik reparieren. Und die erste Mission, die rechte Hand des Don, habe ich mal ausgewählt. Die Karte ist noch schwarz und dann schauen wir uns die Gegend mal an. Oh, es ist auch gleich noch Tag, das ist wunderbar. So, was sehen wir schon? Betonblöcke. Da können wir mal ganz kurz gucken. Betonblöcke sind hier unten und hier ist auch gleich noch ein Wachturm. Ja, dann würde ich sagen, ist das eine Straße oder ein Fluss hier? Das scheint eine Straße zu sein. Dann mal in diese Richtung und los geht's. Ja, ich bin neugierig, was hier auf mich zukommt. Ich kenne die Karte überhaupt gar nicht. Wie gesagt, ist noch alles schwarz. Habt ihr gesehen? Oh, da steht schon ein Anhänger rum. Okay. Ist da was geladen? Nein. Naja, aber einen Anhänger haben wir schon mal umsonst geschenkt gekriegt. Okay, der hat Schlammbereifung drauf, der Wohnrad. Ich glaube, die brauche ich hier auch. Habe ich so das komische Gefühl. So, welche Richtung ist jetzt besser? Ich glaube, die Brücke müssen wir erst reparieren, oder? Ja, da ist der erste Auftrag, Brücke reparieren. Dann ist die Frage, wo kriegen wir die Teile her? So, was brauche ich da? Unser Dorf mag bessere Tage gesehen haben. Ja, ist okay. X-Details. Werkzeuganhänger. Der steht auch da drüben. Ja, komme ich von hier unten darüber? Oder ich glaube, ich muss hier rüber. Da habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, ob wir da unten hinkommen. Und einen riesen Umweg fahren. Also ich fahre nochmal zurück und fahre hier lang. Ja, ich muss mal irgendwie mit dem Scout hier dann mal offscreen ein bisschen rumfahren, ein bisschen was aufdecken, dass ich wenigstens ein paar Wege habe. Außer ihr wollt natürlich das alles sehen, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann machen wir das alles gemeinsam, auch das Aufdecken. So, kleiner Voron, gib Gas. Geht's da auch irgendwo lang? Ich glaube nicht. So, hier geht's glaube rüber. So, mal den Allrad rein. So, Vorsicht. Okay. Was ist das für ein Verkehrszeichen? Pferdefuhrwerke sind hier unterwegs. Na gut. Die machen es auch über den Fluss rüber hier. Na, dann wollen wir mal. Oh, natürlich gleich Motorschaden. Ah, das ist ja fast schon eine Straße hier. Muss ich da lang? Ich will lieber da lang. Ich glaube, da kann ich auch rüber. Es geht doch bestimmt hoch. Nicht die Karre versenken hier. So, wo komme ich hier raus? Das ist die Frage. Na, da ist ein Weg zumindest. So. High Gear rein, sind wir ein bisschen flotter unterwegs. Zumindest bis die erste Kurve kommt. So, ich hoffe, den Wachturm kann ich hier mit dem Boron freischalten. Ich würde mal sagen, diese Richtung. Probieren wir einfach mal. Ja, ich glaube, Schlammreifen ist die richtige Wahl für hier. Definitiv. Ja, Alaska habe ich inzwischen abgeschlossen. Habe 100% der Aufgaben alles erledigt. Und ja, war eigentlich ganz schön da. Na, der Wachturm ist da drüben. Gibt es da einen Umweg dahin? Ja, hier ganz außen rum. Ja, dann wird das wohl unser Weg sein. Probieren wir mal. Oh ja, natürlich. Also ein bisschen Sprit sparen, also Allrad mal raus. Okay. Mit Überbreite darf man hier auch nicht ankommen.
diesen Gästlein hier. Ah, hier ist sowas wie eine Tankstelle. Na, wir haben noch 300 Liter. Vielleicht bei der Rückfahrt, je nachdem. Bin ich hier richtig? Ich bin echt verwirrt. Ah, da geht's irgendwie durch. Aber da komme ich nicht weiter. Da komme ich hier nur im Kreis rum. Hier geht's dann auch hoch. Probiere ich irgendwie hier hochzukommen. Oder ich fahre hier lang. Ich glaube, das ist die bessere Option. Ich glaube mal, das ist die bessere Option. Ja, sorry, dass ich hier so viel auf der Karte bin und am Markieren. Aber, wie gesagt, ich fahre hier in einem sehr... Ach, je. Ich bin hier noch am Aufklären und fahre hier blind eigentlich in der Gegend rum. Na, wirst du, wo hänge ich denn jetzt? Wo hat es die Winde verbunden? Okay. Na, ziehe mich ein bisschen darüber, das passt schon. Ich hänge an diesem komischen Gestell hier. Das ist ja wieder... Kann ich meine Nase ein bisschen darüber ziehen? Komm, weg von diesem... Oh, die Bäume sind ja stabil hier. Wahnsinn. Hält der Kleine was? Nein, natürlich nicht. Kann ich mich doch irgendwo anbinden? Das gibt's ja nicht. Ich muss doch meine Nase irgendwie darüber ziehen können. Ja, fängt gut an. Fängt richtig gut an. Schon richtig, richtig gut. Okay, da komme ich ein bisschen weg. So, jetzt wieder vorwärts. Wow, das ist hier mal ein Schrottplatz. So, irgendwie darüber. Na, ich glaube, da war der Voron auch eine gute Entscheidung, den hier mal zu nehmen. So, da will ich hoch. Ich hoffe, ich muss den ganzen Müll hier nicht einsammeln, irgendwie mit dem Kran und dann irgendwo anders hin transportieren. Das wäre es ja. So, hier bin ich schon mal angekommen. Da ist der erste Wachturm. Ich denke, das schaffen wir. Ja, falls der Voron um die Kurve kommt, vorausgesetzt. So, ist hier eine Brücke zu reparieren? Ah, nein, das ist Eisenbahnschienen. Ja, die muss man bestimmt auch reparieren, oder? Da sind keine Schienen mehr drauf. So, ich hoffe, wenn wir den freigeschaltet haben, sehen wir dann ein bisschen besseren Rückweg für die erste Mission. So, na dann mal los. Oh, da ist auch eine Brücke zu reparieren. Neue Mission entdeckt. So, kurz Überblick verschaffen. Okay, ich glaube, ich habe doch die falsche Route genommen. Ich hätte doch hier runterfahren sollen. Tja, jetzt ist guter Rat teuer. Wir können hier rüber. Das sieht einigermaßen machbar aus. Also, ich hoffe, dass das machbar ist. Ja, sonst hätten wir das nicht so hingebastelt, oder? Ja, und dann irgendwie von da aus wieder hier rüber zurück. Weil die Brücke ist ja ganz. Na gut. Also wir haben zumindest mal den ersten Wachturm. Dann probieren wir das hier. Und ich fahre aber noch ganz kurz da runter und schaue, was die Holzbrücke da so braucht. Den Weg gönne ich mir. Ja, und wie immer regnet es natürlich. War nicht anders zu erwarten. Immer wenn ich irgendwo unterwegs bin, regnet es. Wow, das sind Strecken. Das ist ja mal... Okay. Soll ich hier bei der Brücke auch irgendwo rüber? Ich glaube kaum. So. Hier sind wir angekommen. Was brauche ich hierfür? Holzplanken oder so? Ja, natürlich. Und wo gibt's die? Noch nirgends. Okay.
Das ist ja ganz wunderbar. Habe ich die Aufgabe angenommen? Nein, annehmen muss ich natürlich noch. So, dann mal zurück. Diese schöne Strecke. Ja, sorry, meine Stimme und meine Nase. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ist auch schon kalt wieder. Heute Morgen nur 4 Grad. Also... ich glaube, so langsam ist vorbei mit dem Sommer, würde ich mal sagen. Und zwar ganz gewaltig. Auch wenn es tagsüber noch recht schön ist bei uns. Naja. Da ist auch schon Oktober, also... so, ich muss da nach oben, bitte. Wow. Na okay, der Baum hebt wenigstens. Ein stabiler Baum hier im Don. So, mal das Differential noch rein. Dann kommen wir hier ein bisschen flotter hoch, hoffe ich. Da müssen wir dann rüber. Aber vielleicht hätte ich an der Tankstelle doch tanken sollen. Nur gut, dass der Voron gerade hier sehr sparsam ist. Auch im Allradbetrieb. Sonst hätten wir wahrscheinlich demnächst ein Problem. Okay. Jetzt heißt es hier den Weg suchen. Oh. Sieht irgendwie nicht sehr vertrauenserweckend aus. Ich glaube, wenn es geht, dann hier rüber, oder? Ich hoffe echt, ich habe mich nicht vertan. Man kann hier wirklich rüberfahren. Ah, doch, das sieht so aus. Ja. Wenn man natürlich rüberkommt, vorausgesetzt. Da hat man schon die fetten Schlammreifen drauf. Kommt trotzdem nicht voran. Jetzt geht es wieder ein bisschen. Okay. So, wenn wir von oben hier rauf gucken. Kamera ein bisschen schwenken, ja. Da ist Platz, da kommen wir rüber. Wow, ganz schön tief. Das war nicht der Plan. Kann ich mich ein bisschen anbinden? Danke. So. Ich nehme es nicht zum Fahren, sondern einfach, damit will ich rumkippen hier. So, langsam aber stetig. Geht's voran. Ich hoffe, der kommt da nicht vor der ganzen großen Brücke da, wo man drüber fahren kann. Nicht eine andere Brücke, die kaputt ist oder so. Weil das wäre auch blöd. So, Differential raus. Naja, spart auch keinen Sprit. Können wir uns auch drin lassen. Ist das hier der offizielle Weg hier? Na, ja, könnte sein. Steht zumindest ein Straßenschild. Was auch immer das sein soll. Was steht da drauf? 12% Gefälle. Okay. Damit komme ich klar. Damit komme ich klar mit 12% Gefälle. So. Dann mal mit Schwung. Ich hoffe, ich mache nicht zu viel Schwung. So, ist das jetzt da unten? Ja, da unten. Der Straße nach. Ja. So geht's nicht. Jetzt geht's wieder. Ah, ich sehe schon, hier brauchen wir schweres Gerät. Was die Trucks betrifft, würde ich sagen. Ja. Und eine gute Seilwinde natürlich. Kann ich mich auch woanders anbinden. Nicht immer an diesen. Nimm doch einfach den vorne dran. Manchmal ist die automatische Winde echt komisch. Sie nimmt wahrscheinlich immer den nächsten, der da ist. So, die Straße hat sich hier in Matsch aufgelöst. Aber nur gut. Das kriegen wir auch noch hin, das Stückchen. Das Stückchen sollten wir noch hinkriegen. Na komm schon. So, wir sind angekommen. Wenn es hier Holzplanken gibt, repariere ich die Brücke da hinten auch gleich. Betonblöcke, Ersatzteile.
Nein, natürlich nicht. Na gut. Ach, Moment, Betonplatten. So ein Quatsch. Was mache ich da wieder? Fracht entfernt, bitte. Das war wieder komplett Blödsinn. Betonblöcke brauche ich. Zwei Stück davon. Vielen Dank. So, jetzt muss ich gucken, wie mein Weg hier verläuft. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir kommen da gar nicht nach hinten. Hier sind irgendwelche... Doch, hier ist ein Weg. Hier außenrum. Vielleicht besser wie hier. Bin mir nicht so sicher. Ich probiere das einfach. Ich hoffe, das war keine Dummheit, was ich jetzt hier wieder mache. Wundert es mich nicht. Und dann geht's hier lang. So, einmal im Kreis rum. Oh, Handbremse. Ich wundere mich, warum bewegt das sich denn nicht? So. Den Baumstumpf lassen wir aus. Dann geht's mal auf die Reise. Wird auch schon wieder dunkel. Ganz wunderbar. So, ich hoffe, hier wird es nicht zu schl... ja, genau. Damit habe ich gerechnet. Oder das habe ich mir gedacht. Sehe hier wieder... Sah auf der Map so schön trocken aus eigentlich. Warte mal, wenn wir da drüben fahren. Das sind ein paar Steine. Ist vielleicht ein bisschen festerer Untergrund. So, schalten wir das Licht ein. Ist ja schon Dämmerungszeit. Aber ich denke, das geht doch. Ob es natürlich im High Gear geht, ist fraglich. So, bis jetzt geht er voran. Ich hoffe, nur Sprit reicht uns jetzt. Sonst haben wir den ersten Einsatz für den Crocodile. So, kannst du... Ja, okay. Ich mach's manuell. Alles gut. So, zieh mich raus da. Wir wollen noch die Betonblöcke abgeben. Komm schon. Na. Okay. Das hätten wir. Jetzt wollte ich die Schiene entlang, oder wie? Ah, da ist ein Weg nebendran. Okay. Hast nicht gesehen. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Wow, 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 wow. Okay, wir nehmen den Weg. Da kommen wir nicht durch. Ja, ich würde sagen, erstmal natürlich die Infrastruktur reparieren. Schön Mission für Mission. Und die Brücken vor allem. Ich glaube, die sind hier recht, recht wichtig. Nicht witzig, sondern wichtig. Oh, da ist sogar eine Brücke. Brücke. Tja. So, hier kann man auch was aufladen. Das ist eine Ladezone. Schauen wir doch mal da rein, was es hier so gibt. Schienenabschnitt, okay. 5 Plätze, wow. Das ist mal eine Hausnummer. So, irgendwo hier lang und da muss es dann wieder irgendwie zur Brücke gehen, hoffe ich. Ich hoffe, die Brücke ist ganz. Ich dachte ja, oder? Ich hoffe, ich vertue mich da jetzt echt nicht. Sonst muss ich wieder irgendwo einen Weg durch den Fluss suchen. So, vorsichtig, vorsichtig hier. Die Strecke ist nicht zu spaßen, habe ich so das Gefühl. Ja, von felsigen Untergrund gleich rein in Schlamm. Wunderbar. Oh, das Differential schon wieder aus.
Naja, super. Na, den wollte ich, genau. Das hilft ein bisschen. Ist das eine Umleitung hier? Geht's da auch lang? Ich muss irgendwie... Ja, da geht's lang. Ich bin an meinem Ziel schon vorbeigefahren. Ich muss hier lang. Eieieiei. Wie habe ich die Strecke da verpasst? Kann ich da runter? Na, könnte klappen. Mit Handbremse natürlich nicht. Ich probiere es mal hier. Ich habe das echt nicht gesehen, dass es da runter geht. So, Vorsicht. Schön wackelige Angelegenheit. Okay, ich bin unten. Das hat geklappt. Dann will ich hier reinfahren. So, einmal rangieren. Ah, hat er wieder gespeichert oder was? Immer diese... Neuerdings diese kleinen Mikrolecks, die sind ganz komisch. Die gab es am Anfang auch nicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt zustande kommt. Ja, zumindest habe ich es nie bemerkt. So, ich muss schon wieder gucken. Wie gesagt, ich bin hier... So, ich hoffe, das klappt. Mit der Brücke. Vielleicht hätte ich vorher mal nachschauen sollen. Bevor ich hier diese kleine Spritztour unternehme. Wenn, dann wird das schon irgendwo einen anderen Weg rübergehen, oder? Ja, die Brücke ist ganz... Habe ich doch richtig gesehen. Puh, da fällt mir schon ein kleiner Stein vom Herzen. Dass wir da nur noch zum Binnenhafen kommen. Vorsichtig, nicht zu schnell. Hier ist alles irgendwie abschüssig. Ich hoffe, der Weg zum Binnenhafen ist ein bisschen besser wie das hier gerade. Aber ich muss mich gleich nochmal umschauen. Sorry dafür, wo ist der? Einfach geradeaus. Würde ich sagen, mal in die Richtung. Hoffen wir sind da richtig. Das ist auch eine Mission. Ja, ich glaube, die ganze Mission, die sammle ich dann mal offscreen mit dem Scout ein. Oh, zu spät eingeschlagen. Oder beim nächsten Vorbeifahren dann halt. Das ist auch noch eine Möglichkeit, wie gesagt. Schreibt mir, was ich wollt. Schreibt mir, wie ihr das haben wollt. Soll ich die Karte mit Scout offscreen aufdecken? Oder wollt ihr immer mit dabei sein? Dann machen wir das zusammen. Kein Ding. Das mit dem Automatikgetriebe. Ist auch so mehr schlecht als recht. Hier auf der Karte habe ich so das Gefühl. Wow. Was ein fettes Schlagloch. Na, 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 na. So, diese Richtung. Ich einfach mal so schätzen, auch ohne auf die Karte zu schauen. Ich schaue trotzdem, ich habe Angst, mich zu verfahren. Ja, das ist richtig. Oh. Okay. Steinsbrocken auf dem Weg. Hör mal langsam drüber. Wie soll ich da drüber kommen? Ich da unten lang fahren? Gibt es hier keine Mission, das wegzuräumen? Das gefällt mir gar nicht. Kann ich da so ein bisschen ausholen und da lang fahren? Oder packt er das? Also hier bin ich jetzt ein bisschen... Puh. Nein, nicht du. Warte mal. Muss mal ein bisschen sicherheitshalber hier die Nase anbinden. So, dann langsam voraus, oder? Vielleicht sollte ich nicht die Nase anbinden.
Sondern. Was ist hier? Ach so, okay. So, der reicht natürlich nicht. Der auch nicht. Ey, ey, ey. So, fahren wir ein bisschen rückwärts. Fahren hier nochmal drüber. Könnte schon schief gehen. Kann ich? Ah, ich kann. Gut. So, dann probieren wir das mal. Wow. Okay, ich war zu schnell, denke ich mal. Ja, da war ich ein bisschen zu schnell. Oder ich hätte doch hier unten rumfahren sollen. Dann da wieder hoch. Na gut, so, erste Fahrt im Don. Und natürlich schon den Wohn auf die Nase gelegt. Na, zumindest haben wir die Betonblöcke da. Ja, ich würde sagen, ich hole mir einen anderen LKW und richte den wieder auf. Und dann hoffen wir, bringen wir die Betonblöcke noch zum Binnenhafen. Weit ist ja nicht mehr. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.